Ja, willkommen bei Permanent. Du stehst vor der Auswahl von neuen HR-Software-Systemen und versuchst vielleicht auch die bestehenden weiterzuentwickeln. Aber das wird in vielen Fällen gar nicht funktionieren, weil wir eine neue Software brauchen, da sich die Unternehmen komplett verändert haben. Die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wir lernen, wie wir interagieren, wie wir bereichsübergreifend auch arbeiten, auch das zwischen Firmen möglicherweise, das hat auch die Welt der HR-Systeme dramatisch verändert. Und gerade diese VUCA-Welt mit dieser sehr hohen Komplexität, die kann man oft gar nicht durch Regelwerke mehr abbilden. Deswegen lass uns mal schauen, wie die Welt sich verändert hat. Basis von vielen ist das Buch New Work braucht New Learning, weil beide Sachen zusammenhängen. Was in der PE das Lernen ist, ist in der OE eigentlich Change, ja, weil wir immer was Neues entwickeln und somit unsere Unternehmen sich auch verändern. Und dieses Modell der Spiral Dynamics, das in den 90er Jahren entwickelt worden ist, aus dem Amerikanischen kommt und ähnlich wie Maslow so eine Entwicklungsstufe, aber diesmal nicht von Menschen, sondern von Unternehmen beschreibt, hat man in verschiedene Farben eingeteilt. Und viele der Unternehmen sind noch heute strukturiert, sind klar hierarchisch aufgebaut, diese typischen Pyramiden, aber die haben sich auch verändert über die Jahre in eher die komplizierteren orangen Unternehmen, wo dann das individuelle Ziel, das Performance-Management, Skill-Management stärker in den Fokus gekommen ist. Und das hat sich weiterentwickelt bis hin in diese VUCA-Welt, die wir heute haben, diese Ökonomie der Netzwerke, die wieder ganz andere Gesetzmäßigkeiten haben. Und die meisten Systeme sind hier unten noch verheiratet. Also ein typisches SAP, das man heute noch sieht, möglicherweise ist sehr regelbasiert. Man hat alles ausformuliert, dass die Menschen genau wissen, was sie zu tun haben. So dieser tayloristische Ansatz, dass man diese Arbeitsteilung in kleine Paketen unterteilt und man ganz klar sagt, das ist deine Stellenbeschreibung, da gehörst du hin, das sollst du tun. Und wenn du irgendwas nicht kannst, dann sage ich dir, was du lernen sollst. Und diese Art hat sich natürlich in den Systemen auch niedergeschlagen. Wenn man auch hier, auch alles das sind Auszüge von diesem Buch oder man kann auch das Frederic Laloux Reinventing Organizations lesen dazu. Alles basiert auf diesem Spiral Dynamics Modell. Dann sieht man hier unten, dass diese heutigen Systeme oft noch versuchen, über Workflows, über eine Ordnung, über ein klares Regelwerk die Mitarbeiter zu verbinden und Prozesse zu strukturieren. Das ging in dieser Zeit ganz gut, wo der Markt relativ stabil war, wo man über lange Zeit ein Produkt am Markt etabliert hatte. Nur diese Zeiten sind heute vorbei. In den 90er Jahren gab es dann Richtung orangener Ausprägung. Diese Strukturen wurden eher performanceorientiert. Man kennt heute die jährlichen Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungssysteme und solche Dinge, die meistens auf das Individuum zugeschnitten sind. Und das ganze Thema Skills, Skillmanagement, defizitorientiertes Arbeiten in der PE, also was kannst du noch nicht, was zu deiner, sagen wir, Stellenbeschreibung gehört, das sind alles Dinge, die in diesem orangen Kontext wichtig sind. Und da gibt es auch Systeme, die sich ganz speziell um diese, sagen wir, PE-getriebenen Dinge drehen. Weil dort hat man versucht, in den Systemen der Administrationsseite einen Pool mitzugeben. Und das berücksichtigt in vielen Fällen eben nicht die Mitarbeiterseite. Dann geht es weiter nach diesem Shift, nach dieser Barriere, die wir haben, Richtung Verbundenheit. Da geht es darum, dass wir jetzt neue Dinge haben Richtung Lernen, dass wir überlegen, wie lernen wir heute diese 70-20-10-Regel, dass wir eben 70% am Arbeitsplatz lernen. Also diese Lernmethodik, dieses vorgefertigte Lernen, dieser typische Schulungskatalog, den man hier unten noch hat, der fällt weg. Dass man diese Learn-Nuggets möglicherweise hier oben Richtung kontextbezogenen gelben Unternehmensstrukturen Richtung User-Generated Context hat, dass man so selbst auch am Arbeitsplatz das in eine Lernform gießt und also komplett anders arbeitet. Und die ganzen Regeln, die hier unten noch dabei sind, werden ja oben eigentlich aufgeweicht durch eine Befähigung der Mitarbeiter. Und wir wissen ja selbst von uns auch, und da spreche ich auch von mir, je mehr Regeln ich habe und zu befolgen habe, je mehr Checklisten, Administration, desto weniger Bock habe ich eigentlich zu arbeiten. Ich brauche Freiräume, ich brauche Kreativität und solche Dinge, die heute wichtig sind. Also wo ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite. Vielleicht auch, welche Stelle ich gerade heute besetze. Ich habe heute vielleicht ein ganz anderes Hütchen auf.
dass ich heute im Projekt arbeite, morgen eben in der PE arbeite und übermorgen im Marketing arbeite. Und das sind diese kontextbezogenen Formen, die die Softwareprodukte meistens gar nicht anbieten. Deswegen ist auch wichtig, und wir bei uns, wir kümmern uns auch um die Auswahl der Softwarepakete, dass wir eben nicht mehr so einen Leistungskatalog haben, der ist richtig blau geprägt hier unten, also eine Checkliste, welche Software, was muss die können. Und ich rede meistens über die Vergangenheit, indem ich immer die Leute frage, was sind eigentlich die Prozesse, die du brauchst, um deinen Job zu machen. Frage aber nicht, was ist in 5 Jahren das, was du dann in 5 Jahren brauchst. Also was dich heute ärgert, sondern wir haben meistens eine Manifestierung des Ist-Zustandes, der dann in einem Leistungskatalog mit solchen 800, teilweise 1000 Fragen an die Vendoren, an die Anbieter geschickt werden. Und das ist einfach nicht nötig. Deswegen, wir brauchen erstmal eine Kultur, ein Kulturcheck. Also wo entwickelt sich ein Unternehmen hin? Und wir müssen uns Fragen stellen über die Strategie des Unternehmens. Wie ist seine Arbeit organisiert? Welche Losgröße ist es dort? Können wir überhaupt Workflows definieren, wenn wir Richtung Losgröße 1 gehen? Oder wir sagen eben, amerikanisch getrieben, eher one size fits all und das Ganze wird runtergebrochen in der Pyramide. Diese Systeme, die hier auf der blauen Seite sind, die werden aber heute von Generation Z, Y und Alpha nicht mehr angenommen werden. Die Flexibilität fehlt dort und das ganze Regelwerk, das klappt hier praktisch nach der Seite weg. Wir müssen auch die Prozesse uns anschauen, inwieweit wir die Prozesse dort wirklich komplett durchorganisieren. Und je mehr ich die Software reinpacke an starren Muster, desto weniger kann ich in dieser VUCA-Welt auch agieren. Und das geht runter bis zur Technologie. Die Technologie hat sich auch dramatisch verändert. Unternehmen haben vieles versäumt. Sie haben zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass 2007 das Smartphone und später das Tablet reingekommen ist. Wir arbeiten teilweise, dank Corona jetzt nicht mehr ganz so schlimm, mit Desktop-Computer, mit großen Bildschirmen, aber wir haben eben keine Systeme, die uns erlauben, überall mobil zu arbeiten. Auch das ist ein wichtiger Punkt, wie diese Interoperabilität zwischen den Systemen ist. Also es gibt Systeme, die haben Marktplätze eingebaut, dass man also andere Produkte sehr einfach dazu klicken kann und sich nicht nur mit einem Produkt beschäftigt, sondern angenommen, ich habe ein Recruiting-System, das ich brauche, dann kann man zwischen 2 oder 3 Vendoren auswählen und diese Schnittstellen sind über den Marktplatz schon gleich geschaltet. Also solche Dinge sind sehr, sehr wichtig, auch hinsichtlich einer Internationalität, weil die meisten Firmen, auch kleine Firmen, sind meistens heutzutage international aufgestellt. Also man sieht, ich habe eine riesen Aufgabe, was bei der Auswahl der Systeme, der HR-Systeme eine Rolle spielt. Und wir als Beratungshaus, wir haben ja viel schon erlebt. Wir haben viele Systeme selbst im Einsatz, haben schon einige Transformationen durchgemacht, wissen, wie auch Daten migriert werden, wie wir euch auf eurer Seite unterstützen können. Und zwar nicht auf Seiten des Herstellers, sondern eben, wenn eben eine Shortage ist, ein Mangel an euren Menschen, die die Projekte durchführen, die ein neues System aussuchen, einführen, vielleicht sogar betreiben, dann sollten wir uns kennenlernen. Ich werbe dafür und das Team von Permanent. Und wir freuen uns riesig auf eure Feedbacks und eure Anfragen. Macht's gut und bis bald.